Hallo und ein freundliches Dach aus Münster. Mittagspause, was rauche ich? Eine Flor de Rosa aus Nicaragua. Bezahlbar und lecker. Ich glaube, die habe ich auf Helgoland. Ja, auf Helgoland habe ich die bestellt. Sehr angenehmer Punkt heute im Video. Ein Päckchen ist gekommen. Und zwar vom lieben Günther aus Österreich. Ich bin versucht zu sagen, mein Lieblingsösterreicher. Der Spaß bei dem Päckchen ist, eigentlich ist das Päckchen gar nicht für mich, sondern er wollte das Päckchen jemand anderem schicken. Und das, was er mir schicken wollte, hat der andere bekommen. Der schickt es aber irgendwie nicht weiter, weil der irgendwie keine Lust hat. Und ich habe gesagt, okay, ich kann es weiterschicken. Und dann sagte der Günther irgendwann, es ist mir also jetzt zu blöd, dann behalte das Päckchen und ich schicke dir deins nochmal. Also habe ich in dem Sinne zweimal Post bekommen. Aha, Verpackung. Ah ja, okay. Das ist natürlich jetzt ein Gruß an denjenigen, der es eigentlich bekommen sollte. Und schauen wir mal, was da drin ist. Aha, Bentley Old London. Das könnte ja ein englischer Tabak, logischerweise vom Namen her sein. Da muss ich mal lesen. Aha, der ist aus der Tschechischen Republik. Okay, guck, da hat der Günther wahrscheinlich dann da Möglichkeiten, dort einzukaufen. Beziehungsweise, vielleicht kennt ihr jemanden, der ab und zu mal rüberfährt. Bevor ich den aufmache, werde ich also einfach mal nachschauen, ob der meinem Geschmack entspricht. Wenn nicht, dann schicke ich den gerne weiter. Und wobei, wie gesagt, der Name Old London würde ja darauf schließen, dass es in meine Geschmacksrichtung reinpasst. Tabak, das soll jetzt auch das Thema sein. Und zwar habe ich zwei Tabake, die ich nicht rauchen möchte. Das ist einmal der Darkmo, den hat der liebe Yogi mir geschenkt, als wir damals im Wald unterwegs waren gemeinsam. Ich habe den ein paar Mal geraucht. Die Dose dürfte jetzt ein Drittel gefüllt sein. Oh, fast schon die Hälfte. Und ich komme da nicht so ganz hundertprozentig mit klar. Darum einfach mal meinen Aufruf, wer Interesse an dem Darkmo hat, bitte einfach kurze Nachricht an mich und dann schicke ich den gerne weiter. Das gleiche gilt für den Acadian Perrick. Den habe ich probiert. Den habe ich, glaube ich, von Ben geschenkt bekommen und den würde ich auch gerne weiterreichen. Es ist ein super leckerer Tabak, aber ich muss den extrem langsam rauchen, dass der mich nicht beißt, dass mir das Perrick nicht zu sehr oder der Perrick nicht zu sehr in die Nase steigt. Und von daher, bei mir wird der auf die Dauer nur trocken und irgendwann landet der ehrlich gesagt in der Mülltonne. Und von daher auch da wiederum einfach mal die Bitte oder den Aufruf, wenn da jemand Interesse dran hat, einfach Bescheid sagen, dann schicke ich den gerne weiter. Jetzt kommen wir zum Hauptpunkt meines Videos. Ich habe nämlich ein schlechtes Gewissen, weil ich schon vor etlichen Wochen eigentlich einen kleinen Aufruf starten wollte, der nicht für mich ist, sondern der für jemand anderen ist. Und ich habe es immer wieder aufgeschoben, weil das fiel mir meistens immer gegen Ende eines Videos ein. Und ich bin mir natürlich schon darüber im Klaren, dass gegen Ende des Videos nicht mehr alle zuschauen und dass dann die Aufmerksamkeit vielleicht auch nicht mehr die hundertprozentige ist. Geht mir beim Videogucken ähnlich. Und da habe ich immer gedacht, wenn es mir dann hinterher einfiel, ach nee, jetzt ist es zu schade, wenn du das jetzt so blöd hinten dran hängst, dann passt das in dem Sinne nicht. Und zwar, ein guter Freund von mir hat das Pfeiferauchen begonnen. Für mich ganz überraschend, weil er guckt meine Videos gar nicht und wir haben auch noch nie im Leben über Pfeiferauchen gesprochen. Und irgendwann sagte Steffi zu mir, du, der Jan, der raucht jetzt Pfeife. Da habe ich mich natürlich gefreut, weil wir freuen uns ja über jedes Mitglied unserer Community. Der Jan ist jetzt niemand, der uns auf YouTube begleitet, sondern er ist halt derjenige, der einfach durch Interesse sich ein, zwei Pfeifen besorgt hat und die jetzt mehr recht als schlecht, wie wir alle am Anfang halt einfach mal durchraucht. Und er tapst momentan, wenn ich das so sagen darf, ist ganz freundlich gemeint, jetzt neugierig durch die Tabakwelt und orientiert sich natürlich noch. Jetzt bin ich nicht derjenige, der eigentlich für einen Tabakbeginner die passenden Tabake am Start hat. Weil klar war natürlich der Gedanke, ich könnte ihm ja mal ein paar Tabakproben packen.
Werde ich sicherlich bei Gelegenheit auch nochmal machen. Nur da halt meine hauptsächlich recht starke englische Latakia-Tabake oder auch ähnliche wirklich sehr, sehr, ja, nicht unbedingt anfängerkompatible Tabake sind, habe ich da bisher Abstand von genommen. Was ich aber machen möchte, ist, dass ich euch ganz einfach bitte, weil ich weiß, dass gerade bei uns in der Community auch viele Leute sind, die sehr gerne aromatisierte Tabake rauchen. Und da möchte ich einfach mal bitten, bisher ist ja noch niemand auf die Idee gekommen, mir Proben eines aromatisierten Tabaks zuzuschicken. Und das wäre jetzt mal ein Punkt, dass ich einfach sage, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn der ein oder andere wirklich kleine Proben, ihr wisst, wie das am Anfang ist, man raucht maximal eine Pfeifenfüllung von einem Tabak und entscheidet schon relativ schnell, ist das überhaupt mein Ding, geht das in meine Richtung? Also relativ kleine Proben, das müssen auch nicht die Welt an Stückzahl sein, das können ruhig 2, 3 sein. Einfach Tabake, von denen ihr, wo ihr viel, viel mehr Ahnung von aromatisierten Tabaken habt als ich, wo ihr einfach der Meinung seid, die sind anfängerkompatibel, die überfordern einen noch nicht, auch natürlich ganz wichtig, die brennen zum Beispiel sehr, sehr gut, dass ihr ganz einfach wisst, okay, nur als Beispiel, Flake-Tabake scheiden da, glaube ich, ganz einfach aus, weil ich denke mal, am Anfang ist es schon, man ist ja so damit beschäftigt, die Pfeife überhaupt am Brennen zu halten und dann mit Flake-Tabaken, wir brauchen gar nicht von Knick- und Faltmethoden oder auf Aufreiben reden, das wäre ein bisschen too much. Also, ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere einfach mal 2, 3 Proben von vernünftigen Tabaken. Ach so, wichtig wäre auch noch, meine Bitte, es ist wahrscheinlich relativ sinnfrei, jetzt zum Beispiel irgendwelche exotischen Amerikaner oder so auszuwählen. Das ist zwar lieb gemeint und sicherlich auch immer interessant, sowas zu rauchen, aber das wäre natürlich auch eine tolle Sache, wenn diese Tabake in Deutschland, muss ja gar nicht lokal, er lebt in Köln, der Jan, muss ja gar nicht in Köln verfügbar sein, aber ich sag mal letztendlich über den Versandhandel in Deutschland zu erwerben wäre. Jo. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir diese Proben zuschicken könntet. Meine Adresse gibt es gerne per PN. Ansonsten, ich kann auch die Adresse vom Jan weitergeben und dann könnt ihr sie direkt an den Jan schicken. Dann spart man sich den einen Versandweg. Ich meine, wegrauchen werde ich die Proben sowieso nicht, weil mit Aromaten könnt ihr mich jagen, das wisst ihr. Aber wie gesagt, beide Möglichkeiten bestehen. Also, wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr da einfach mal Kontakt aufnehmt und hingeht und euch kurz meldet. Irgendwie schaffen wir es dann, unsere Adressen auszutauschen oder dass ich euch die Adresse vom Jan weitergebe. Und dann ist natürlich auch vielleicht irgendwo im Hinterkopf von mir, dass ich dann natürlich euch den Jan auch mal vorstellen werde, wenn er Lust dazu hat. Ich glaube ja. Und vielleicht dann auch mal ein kleines Resümee mit ihm zusammenziehe, dass er einfach mal sagt, was hat gut geklappt als Anfänger zu rauchen und was hat weniger gut geklappt. Wäre ja auch mal eine ganz spannende Geschichte, finde ich. Also, wie gesagt, ich gucke nochmal zu meiner Frau rüber. Habe ich was vergessen? Ich kriege den Daumen hoch, alles klar, dann passt das. Gut, ja, dann würde ich sagen, wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.